Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier in der Händlerkampagne in Port Royal 3. Ja, da würde ich fast sagen, wir werden uns dann langsam, aber sicher mal so ein bisschen vorsichtig Richtung Port Royal weiter bewegen. Und werden dann mal schauen, dass wir unsere Betriebe da errichten. Alter, das ist überall schon wieder Lebensmittelknappheit hier, ne? Überall schon wieder Hungersnöte, die ja ausgebrochen sind. Ich zeige euren Kapitän, wie man auf See schneller vorankommt. Naja, 50.000, nein, danke. Ist denn dolle teuer? So, kaufen wir erstmal gleich wieder ein bisschen was an Werkzeugen. Ach komm, runter damit, was soll's. Was soll der Geiz? So, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Port Royal. Auf geht's, ab geht's. Ah, sogar in Port Royal, was ja die Stadt des Vizekönigs ist, sogar da ist eine Hungersnot, ne? Heftig, heftig. So, können wir noch irgendeinen Auftrag vielleicht erfüllen? Ich biete euch folgenden Auftrag an. Farbstoffe haben wir jetzt leider gar keine mehr, ne? So, dann machen wir mal eins. So, wir müssen rein theoretisch mal gucken. Ich glaube, das würde uns mehr bringen, wenn wir die Baustoffe für unsere Gebäude aus unserem Konto nehmen. Sagen wir nämlich mal, wir laden die Baustoffe hier ruhig mal ein. So, dann lasst uns mal gucken. Dann werden wir die Gebäude direkt mal platzieren. Ah, wie ich es in einer der ersten Folgen schon gesagt habe, wir werden hier nicht in diesem Let's Play 100% nach Effektivität bauen, sondern wir werden in erster Linie die Story fokussieren, der Kampagne. Ne? Also sprich, ich werde hier mehr zweckmäßig bauen, als hier wirklich auf 100% Effektivität oder so zu gehen. Nicht, dass dann der ein oder andere dann schon wieder so ein bisschen verleitet wird in den Kommentaren. Ich freue mich immer, wenn hier neue Gebäude entstehen. Groß rumzuschreien, ich würde keine Ahnung haben und ich baue ja sowas von ineffektiv. Wir werden hier wirklich zweckdienlich dann einfach mal bauen. So, damit haben wir schon mal alles an Material verbaut, denke ich, ne? Oh, oder auch nicht. Bin jetzt davon ausgegangen, dass wir das direkt an die Stadt verkauft oder aus dem Konto genommen haben, aber na gut, dann machen wir es so rum. Hat jetzt natürlich auch den Vorteil, dass wir die Ware gleich hier wieder verkaufen konnten. So, dann gucken wir mal. Tagesproduktion ist hier und da wieder ein bisschen was dazugekommen. So, dann müssen wir ja wieder ein bisschen Zeit überbrücken, ne? Den können wir schnell nochmal reparieren. Und dann würde ich fast sagen, wir nutzen die Gelegenheit mal und werden die ein oder andere Ecke hier der Karibik nochmal erkunden. Damit wir auch direkt wieder ein paar neue Städte aufdecken. So, gucken wir nämlich mal. Wenn wir jetzt nämlich immer mal Aufträge kriegen, wo wir zu bestimmten Städten hin sollen, dann wissen wir gleich, wo das ist. Ne? Könnt ihr mir bei meiner Suche helfen? So, da sollen wir jemanden suchen. Ich werde jetzt nicht mal im Detail jeden Text hier komplett vorlesen. Ne? Der eine oder andere hatte in den vorangegangenen Let's Plays, die wir zu Port Royal hatten, immer mal darum gebeten, dass ich alles vorlese. Aber ja, wir kriegen eine Zusammenfassung, wenn wir die Quest jetzt annehmen. Na, bitte sucht für mich hier nach meiner Schatulle und bringt sie mir zurück nach Roatan, westlich von Port Royal. Denke mal, die Zusammenfassung der Mission sollte reichen. Ansonsten könnt ihr euch zur Not die Quest ja nochmal durchlesen. So, nehmen wir hier nochmal die ein oder andere Sache nochmal mit. Schön, dass ihr mit unserer Stadt in Handel tretet. Ein paar Sachen können wir noch abladen.
Sehr gut. Westlich von Port Royal, sagt er. Ah, cool. Wird uns direkt angezeigt, wo genau das ist. Paket an Bord. Ja, schön. Ja. Einwandfrei. So, dann haben wir 4 Teile. Können wir mit denen schon irgendwas anfangen? Und dann löschen wir mal ganz schnell nochmal die alten Quests, die wir hier alle schon erfüllt haben. Allzu viel sehen tun wir leider noch nicht, ne? Fehlt halt auch noch das Teil mit der Schatzkarte drauf oder mit der Schatzkiste drauf. So. Gut. Dann machen wir uns mal auf zur nächsten Stadt. So, auf nach Belize. Auch nochmal eine etwas größere Stadt. Roatan und Belize tatsächlich historisch auch relevant. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Betrieb. Die Waren, die dieser Betrieb produziert, werden täglich in das Lager der gleichen Stadt geliefert. Von dort kannst du frei über sie verfügen. Ja, Belize und Roatan waren unter anderem die Haupthäfen, wo das Silber und Gold der spanischen Kolonien für den Abtransport durch die Schatzflotte gesammelt wurden. Also, ich biete euch folgenden Auftrag an. Tatsächlich auch relativ wichtige Städte. 58 Mal. Ausgezeichnet. Oh. Deine neuen Gebäude werden nun errichtet und sind bald fertiggestellt. Jeder Betrieb kann eine bestimmte Anzahl Arbeiter aufnehmen. Und jeder Arbeiter benötigt für sich und seine Familie Wohnraum. Jetzt, wo du für Arbeitsplätze und Wohnraum gesorgt hast, könntest du noch neue Siedler in die Stadt holen. Die werden zwar irgendwann auch von alleine kommen, doch ist es für dich eine gute Übung, hier etwas nachzuhelfen. Okay, also wir sollen 200 Siedler nach Port Royal schaffen. So, haben wir denn so viel? Nee, wir haben nicht so viel Tabak. Ach, schade. Schade, schade. Ich dachte, wir konnten ein bisschen tricksen. Leider auch nicht genügend da, um hier was aufzukaufen, ne? Hätten wir wieder den altbewährten Trick gemacht und hätten das hier aufgekauft, aber sei es drum. Dann sei es drum. So, dann nehmen wir hier einfach mal gleich schon mal 200 Mann mit. Dann können wir rein theoretisch in Port Royal die Leute gleich ab. Ah ja, wenn man vom Teufel spricht, ne? Hier kommt die Schatzflotte direkt. Eine ziemlich schwache Schatzflotte, muss man gestehen, ne? Das waren jetzt knappe 90 Angriffskraft, die das die Flotte hatte. Und wenn wir mal gucken, wir haben allein schon 28, ne? Also ein Drittel fast. Das ist recht interessant. So, dann gucken wir mal, dass wir die Matrosen abgeladen bekommen hier. 200 Mann abladen. So, nebenbei gucken wir gleich nochmal, was wir an Ware alles so hier lassen können. Das sieht nämlich gut aus. Ja, ordentlich. Oh. Naja, aber die haben auch nicht genügend, ne? Die haben leider auch nicht genügend für unsere Zwecke. So, dann bis auf 100 Mann runter. So. In letzter Zeit hat noch ein anderer junger Kapitän von sich reden gemacht. Pablo Galliano hat Stürmen getrotzt, Piraten bekämpft und Hungernde versorgt. Elena übernimmt gerne die Verleihung einer Auszeichnung, denn sie bewundert den Einsatz dieses Mannes. Doch nicht jeder in der Menge teilt ihre Begeisterung. Habt ihr das gesehen? Mir scheint, als ob Elena ein Auge auf diesen Pablo Sevilla geworfen hat. Sie himmelt ihn ja förmlich an. Ich bin gespannt, ob es auch euch einst gelingen wird, ihre Hochachtung zu gewinnen. Denn das wäre gar nicht so übel für euer Ansehen beim Vizekönig. Doch nun genug geplaudert. Zurück zu deinen Aufgaben.
Du hast die Siedler für Port Royal beschafft. Das war gute Arbeit. Denk immer daran, Bürger, Arbeiter, Matrosen und sogar die in einer Stadt stationierten Truppen. Sie alle sind vom Siedlernachschub abhängig. Um nun Port Royal weiter wachsen zu lassen, sollst du noch 2 Rumbetriebe errichten. Keine Sorge, wenn deine Rumproduktion erst einmal richtig angelaufen ist, wirst du damit gute Gewinne erzielen. Mhm. Wir sollen also ins Schwarzbrauerhandwerk quasi einsteigen. Errichte 2 Rumbrennereien in Port Royal und fülle sie vollständig mit neuen Arbeitern. Rein theoretisch könnte man die Dinger direkt bauen, ne? Ein bisschen Geld haben wir im Moment noch. Nur 17.000. Können wir hier so ein bisschen die Nähe von unseren Gebäuden bauen, wo wir eh schon was stehen haben. Die werden dann erstmal gebaut. Und in der Zeit können wir weiter unseren Handel treiben. Können wir mal gucken, ob nochmal Tabak dazu gekommen ist. Ich werde mal ganz waghalsig sein, in der Hoffnung, dass wir den vielleicht gleich nochmal loswerden. Und zwar in Belize. Aber bei meinem Glück wird die Quest schon wieder vorbei sein. Gucken wir mal. Ich habe folgende Aufgabe für euch. Haben wir Glück gehabt. Ich habe nützliche. Hier sind meine Informationen. Sehr schön. Mit ein bisschen Glück dürfte das vielleicht sogar schon das Teil sein, was uns fehlt, ne? Um den Schatz heben zu können. So, damit haben wir die Quest auch fertig. Sehr schön. So, dann lasst uns mal gucken, ob das vielleicht schon die Teil oder der Teil der Schatzkarte ist, den wir brauchen. Ah, sehr schön. Müssen wir bloß mal rauskriegen, wo das sein könnte, ne? Hier ist ein Papagei abgebildet. Vielleicht kann man den irgendwo... Vielleicht kann man den irgendwo sehen. Ist ein Papagei abgebildet. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass es hier ist. Das sieht mir hier danach aus, ne? Könnte hier sein. Mal gucken, ob mich mein Schatznäschen nicht täuscht. Ich hätte jetzt voll gedacht, dass es hier ist. Wenn ich ehrlich bin. Ich will mal gucken, ob es noch eine ähnliche Stelle gibt. Muss ja im Grunde irgendeine Stelle sein, wo eine kleine Insel dranhängt, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich hätte echt gedacht, dass das hier sein soll. Wenn wir das mal so vergleichen. Hier oben ist dieser Zipfel, ne? Und das sieht so aus wie ein Gesicht irgendwie so ein bisschen, finde ich. Natürlich kurios. Ich hätte echt gedacht, dass das hier oben ist. Können ja nochmal rumfahren. Manchmal ist es halt einfach nur irgendwie, dass es nochmal zusätzlich getriggert wird. Gratulation.
Du hast nun zum ersten Mal einen Betrieb errichtet, der Rohstoffe für die Produktion von Waren benötigt. Bitte denke daran, dass diese Rohstoffe täglich in deinem Lager derselben Stadt verfügbar sein müssen. Denn ein Betrieb nimmt sich Rohstoffe immer aus dem Lager. War meine Nase also doch richtig, ne? Naja, 48.000. Allzu viel war das jetzt leider nicht, wenn wir mal. Deine neuen Rumbetriebe sind voll besetzt. Wie bei allen weiterverarbeitenden Betrieben musst du unbedingt darauf achten, immer genügend Rohstoffe auf Lager zu haben, denn sonst wird die Produktion angehalten. Wenn dein Unternehmen größer und größer wird, kannst du irgendwann nicht mehr selbst die ganzen Transporte übernehmen, sondern solltest Handelsrouten einrichten, die das automatisch erledigen. Zur Übung sollst du nun deine erste einfache Handelsroute einrichten. Okay, dann würde ich fast sagen, wir machen das einfach mal, ne? Wir haben ja ein paar Schiffe zur Verfügung und eigentlich im Moment auch mehr, als wir eigentlich bräuchten. Dann begeben wir uns nochmal ganz... Schau mal nach Port Royal. Begeben wir uns nochmal ganz frisch nach Port Royal. Und nutzen zwei unserer Schiffe direkt mal für eine Handelsroute. So. Gucken wir doch mal. Und können wir direkt wieder mitnehmen. So. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir brauchen auch Holz für die Rumproduktion. Genau, Holz brauchen wir nämlich auch. Das heißt, Holz müssen wir auch ein bisschen darauf achten, dass wir das einlagern immer mal. So, wir haben jede Menge Baumwolle, okay. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zwei Schiffe ausgliedern, nämlich die kleinen hier am besten erstmal. Die sollten erstmal reichen. So. Neuer Konvoi. Ein aktuell ausgewählter Konvoi hat kein Kampfschiff. Wenn du möchtest, dass sich dein Konvoi bei einem Angriff zur Wehr setzt, musst du definieren, welche Schiffe die Kampfschiffe sein sollen. Ja. Wähle dazu rechts in der Konvoi-Anzeige den Bereich Kampfschiffe und klicke auf ein freies Kampfschifffeld. Alternativ kannst du auch einfach auf den Max-Button klicken. Dadurch wird die Kampfkraft deines Konvois maximiert. Wird man hier jetzt rein theoretisch machen. Aber da das im rein theoretisch nur ein Transportkonvoi werden wird, müssen wir das hier, glaube ich, nicht machen. Müssen wir bloß mal gucken, wo wir hier automatische Handelsroute hatten. Hier, ne? Neue Handelsroute. So, Handelsroute. Route planen. Jetzt muss man natürlich erstmal Städte einstellen, ne? Wir beginnen in Port Royal. Sollten nach Cayman. Verdammt. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Weiß ich nicht mehr, welche Städte wir nehmen sollten. Mal gucken. Cayman, Nombre de Dios, Havanna und Gibara. So, Cayman. Nochmal. Falsche Taste gedrückt. Cayman. Dann. Wartet mal. Port Royal. So, Cayman. Nombre de Dios. Havanna. Und Gibara. So rum. Okay, 5 Städte, 11 Tage. Ja, rein theoretisch, ne? Ja, theoretisch gesehen können wir es auch so machen. Und Route aktivieren. Ja, damit segelt unser Konvoi gleich los. Unseren zweiten Konvoi können wir dann manuell ganz normal weiter bedienen. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, alles Weitere machen wir dann in der nächsten Folge. Nämlich unsere Betriebe weiter ausbauen und für die Rohstoffe sorgen. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, für diese Folge wieder fleißig Däumchen drücken und kommentieren.
Und dann geht's schon sehr bald weiter in der nächsten Folge hier bei Port Royal 3. Bis dahin immer schön gesund bleiben und ciao, ciao.